So, die Sabine hat mich gebeten, auch mal ein paar Worte zu meinen Bildern zu verlieren. Und zwar, was ich male, ist ja die unsichtbare Welt, die man schwer ausdrücken kann. Also nicht das, was man sieht, sondern das tatsächlich das Unsichtbare. Und was ich gemalt habe, das Bild heißt das 500er Mörchen. Und ich habe eine lasziv liegende Dame in der Farbe der Möhre gemalt. Auch die ich gerade quasi bereit erklärt, gerade sozusagen sich dem Mann zu geben. Und der Mann ist in dem Moment genau in der Situation der Besitznahme. Und deswegen hat er schon sein Werkzeug dahingelegt und einen Schraubenzieher und eine Schraube hat, um seine Besitzplakette einzuschrauben. Und diese Besitzplakette wird immer unsichtbar getragen von den Frauen. Und erst wenn es eine Trennung gibt oder es zu einer Trennung kommt, erst dann stellt die Frau fest, dass quasi der Mann denkt, sie gehört ihm. Und solange trägt sie diese Plakette immer unsichtbar am Hintern. Und deswegen heißt es auch das 500er Mörchen. Und der Hersteller ist in dem Fall Pinselartist. Und der Typ ist das 500er Mörchen, das Baujahr 2007. Und zwei Zylinder sind da markiert. Und ich habe dann versucht, quasi die Farbigkeit und auch das Feine der Unterwäsche im Rahmen wiederzuspiegeln, sodass die Botschaft sich insgesamt verstärkt. Und dieses Bild ist typisch für das, was ich tue, das Unsichtbare sichtbar zu machen.